Das Orgelporträt. Die Brandenstein-Orgel in Obereisenheim. Obereisenheim ist der Hauptort des Marktes Eisenheim im unterfränkischen Landkreis Würzburg. Nördlich des Gemeindegebiets beginnt der Landkreis Schweinfurt und westlich, durch den Main getrennt, liegt der Volkacher Ortsteil Fahr im Landkreis Kitzingen. Die Keuperböden um Obereisenheim und die Lage in der Maingau-Klimazone, die zu den wärmsten Deutschlands gehört, fördern den Gedeih eines hervorragenden Weines. Und so ist Obereisenheim heute ein bedeutender Frankenweinanbauort. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Isanesheim als Besitz des Klosters Fulda bereits im 8. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert wird dann Obereisenheim als eigenständige Siedlung genannt. Damals waren die Grafen von Kastell die Lehnsherren im Ort, die das Dorf aber wegen ihrer ständigen Geldprobleme häufig verpfänden mussten. Im 16. Jahrhundert setzten die gräflichen Dorfherren das evangelische Bekenntnis durch. Obereisenheim gehörte später zum Bezirksamt Volkach, in der Folge zum Bezirksamt und zum späteren Landkreis Gerolzhofen und seit 1972 zum Landkreis Würzburg. 1978 wurde aus den bis dahin selbstständigen Gemeinden Obereisenheim und Untereisenheim die neue Gemeinde Markteisenheim gebildet. Den Mittelpunkt von Obereisenheim bildet die evangelische Pfarrkirche. Sie entstand zu großen Teilen um 1496 und wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts erneuert. Der Taufstein stammt von 1523, der zweisäulige Altar entstand um 1700 und darüber erhebt sich die einzige erhaltene Orgel von Johann Adam Brandenstein aus Kitzingen. Eine Toccatina per il introito, also zum Eingange, hat dieses kleine Orgelporträt eröffnet. Sie stammte aus der Feder des Wiener Hof- und Kammerorganisten Alessandro Poglietti, einem der interessantesten Komponisten in den habsburgischen Landen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Den sehr sinnlichen, barocken Prinzipal 8 Fuß der Obereisenheimer Orgel, die gemäß der Homepage der Orgel www.orgelherbstobereisenheim.de zu den schönsten Orgeln Frankens gehört, was ich aus eigener Erfahrung gerne bestätige, hören wir im Folgenden in einem der im späten 17. Jahrhundert berühmten 12 Ricercari Alessandro Pogliettis. Thank you.
Johann Adam Brandenstein wurde 1657 in Himmelstadt bei Zellingen im heutigen Landkreis Main-Spessart geboren. Er erlernte die Kunst des Orgelbaus wohl bei einem mainfränkischen, uns allerdings bis heute unbekannten Meister und wurde 1688 in Kitzingen ansässig. Er baute in der Folge nicht nur in Unterfranken, sondern erhielt auch mehrere Aufträge in der Gegend um Nürnberg. Seine erste nachgewiesene Orgel entstand 1690 für Repperndorf bei Kitzingen, die jedoch nicht erhalten ist. 1693 erweiterte er in der Wallfahrtskirche St. Maria de Rosario in Dimbach bei Volkach maßgeblich das dort vorhandene von Matthias Tretscher erbaute Instrument. Nach zahlreichen weiteren Umbauten und Veränderungen sind dort allerdings nur noch geringe Reste historischen Pfeifenmaterials vorhanden. Weitere Orgeln entstanden in der Folge etwa in der Stadtkirche zu Lauf an der Pegnitz, wo immerhin der wunderschöne barocke Orgelprospekt bis heute erhalten ist, sodann in Mönchsontheim bei Iphofen 1694, in Kirchröttenbach nördlich von Nürnberg 1696 und in Neunkirchen am Sand 1698. Als Spätwerk entstand 1721 die Orgel in Obereisenheim mit ihren 11 Registern auf einem Manual und Pedal. Lange war nicht bekannt, wer dieses bemerkenswerte Instrument errichtet hatte. Erst bei der letzten, 2003 bis 2005, durch die Firma Thomas Jann aus Memmingen durchgeführten Restaurierung, konnte die Urheberschaft Brandensteins zweifelsfrei nachgewiesen werden. 1695 wurde der Sohn Johann Konrad Brandenstein geboren. Er erlernte den Orgelbau zunächst in der Werkstatt des Vaters und heiratete 1724 die Witwe des jung verstorbenen Orgelbauers Franz Philipp Schleich in Stadt am Hof bei Regensburg. Er entwickelte sich in der Folge zu einem der bedeutendsten Orgelbauer Altbayerns, der in seinem Personalstil fränkische und altbayerische Merkmale miteinander vereinte. Seine großen Orgeln, etwa in der Klosterkirche zu Waldsassen oder in der Stadtkirche zu Auerbach in der Oberpfalz, sind ebenfalls allesamt den Erneuerungs- und Modernisierungsbestrebungen späterer Zeiten zum Opfer gefallen. Erhalten aus seinem Schaffen blieb hingegen seine ungemein prachtvolle Orgel in der Kirche des Klosters Weltenburg, die 1728 entstand. Und ferner eine kleine, aber sehr reizvolle Orgel in der Kirche des Dörfchens Hellring bei Langweid im Landkreis Kelheim. Den aufkommenden Ruhm seines Sohnes hat Johann Adam Brandenstein aber nicht mehr erlebt. Er starb 1726 in Kitzingen. In der nun folgenden Aria des aus Bamberg stammenden Karmelitenpaters Justinus Will hören wir in den Wiederholungsteilen jeweils die original erhaltene und sehr delikate Gambe, die den Vergleich mit der berühmten Baumeistergambe in Mayingen nicht zu scheuen braucht und bei deren Spiel man sich der Vorstellung herabrieselnden Kolophoniums nicht immer enthalten kann. Thank you.
Die Entdeckung, dass die Orgel in Obereisenheim von Johann Adam Brandenstein geschaffen wurde, war 2005 eine mittlere Sensation, denn keine andere Orgel aus dem Œuvre dieses Meisters ist bis heute, noch dazu in einem fast vollständigen Zustand, erhalten geblieben. Kleinere Veränderungen 1752 durch Johann Rudolf Voith aus Schweinfurt und 1871 durch Andreas Franz Dietmann aus Schwanfeld fallen nicht maßgeblich ins Gewicht. Das bis zum dreigestrichenen C ausgebaute Manual besitzt die Register Prinzipal, Gedakt, Flaut und Gamba 8 Fuß, Oktav- und Spitzflauten 4 Fuß, Quint 3 Fuß, Superoktav 2 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Im Pedal, das einen Umfang bis zum eingestrichenen C besitzt, finden wir Subbass 16 Fuß sowie einen Posaunenbass 8 Fuß. Dazu kommt eine als Bassventil bezeichnete Pedalkoppel. Es ist erfreulich, dass dieses in der fränkischen Orgellandschaft einzigartige Instrument nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch regelmäßig in einer von der Kirchengemeinde organisierten Konzertreihe erklingt. Bei diesen Konzerten wird übrigens grundsätzlich ohne elektrischen Motor gespielt, also nur mit von einem Kalkanten erzeugten Wind. Abschließend hören wir das Plenum der Orgel in einer Fuge des in Prüfening bei Regensburg wirkenden Benediktinerpaters Marianus Königsperger. Sie erschien im Jahre 1760 unter dem Titel Musikalischer Fingerstreit, eine Fuga, so mit scharfen, harten und weichen Tönen vermengt, wie wir auf dem Titelblatt lesen können.